ziemlich nice. Okay, die Luft ist rein. Ja. Okay. Prodeus quod licentia. Sieht wie ein Monogramm aus. Für Gott und die Freiheit. Das ist ihr Motto. Die vielen Paradieshinweise. Wie konnten wir das übersehen? Na, wie ich sehe, seid ihr zwei okay. Viel besser als okay. Wir haben Libertalia gefunden. Lieber, was für ein Ding? Libertalia. Wie es scheint, begründete Avery die legendäre Piratenkolonie. Eigentlich war es eher ein Piraten-Utopia. Ja, okay. Und der Schatz? Nach den Erzählungen bot dieser Ort Unterschlupf für Hunderte, vielleicht Tausende Piraten. Und sie haben alles geteilt. Ihren Besitz, Ressourcen. Geld? Und sie haben es alles in einem großen Schatzhaus aufbewahrt. Okay. Und? Wo ist diese heilige Stätte der Kommunistenpiraten? Genau hier. Diese Insel. Gleich nördlich von Kings Bay. Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ich sag's dir, dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Wie läuft der Job in Malaysia, Nate? Du bist wohl vom Kurs abgekommen. Elena ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich? Denn es sieht so aus, als wärt ihr auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz. Und bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen, seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die danach suchen. Okay, also es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber ich kann das erklären. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also zuerst mal, das ist Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Hi. Tut mir leid. Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin, und das meinetwegen. Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld. Und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Gab es jemals einen Malaysia-Job? Ich... Okay. Komm schon, warte. Elena, warte! Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht's. Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich? Es einfach sagen? Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder. Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen Bruder. Wer bist du? Komm schon. Ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet. Mach du, was du tun musst. Hey, was machst du?
Lauf ihr nach! Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und der wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Ich hab Kontakte. Er saß 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Wirklich? Junge, ich mach das hier schon verdammt lange. Ich glaube, ich komm schon ganz gut allein. Hey, du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Wie du meinst. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen. Da hat Elena wohl nicht ganz so unrecht gehabt. Und so sind sie also hier hingekommen. Ja, Land in Sicht. Na, was sagst du? Ah, ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Weißt du, diese ständige Herumlaufen und Überleben um Haaresbreite, wir haben uns nie Zeit genommen. Einfach mal zu genießen, wie weit wir es gebracht haben. Hm? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Ja. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz, wer würde das nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben. Könnte sein. Oder auch nicht. Ich meine, die hat schon viel mit ihm durchgestanden. Ich dachte, es wäre größer. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. Ich schau mal, wo wir an Land gehen können. Na dann. Tuff, 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 tuff. Oh, ja. Immerhin ist da eine Insel, stimmt's? Immerhin ist da eine Insel. Such nach irgendwas Menschengemachtem. Du meinst von Piraten gemacht? Klar. Ich kann auch einfach so am Sand anlegen, ist ja egal. Naja, vielleicht ist Libertalia ja eher sowas wie eine kleine Hütte am Strand. Ja, vielleicht ja ein Baumhaus. Oder eben. Was ist das da? Ist das einfach nur der. Verbraucht. Und nichts mehr übrig, um Libertalia tatsächlich zu bauen. Alles ist nur Sand. Aber guck mal, ich kann auch einfach das Fahrzeug verlassen. Ich glaube nicht, dass wir hier an Land gehen sollen, aber hey. Hört sich gut an. Einfach mal gucken, wo es uns hintreibt, nicht wahr? Ist immerhin eine Höhle oder so. Und da geht's weiter. Vorräte von der früheren Expedition. Ah. Okay. Was hast du da? Weiß ich noch nicht. 17. Januar 1808. Vor einem Jahr stand ich in einer verwahrlosten Gefängniszelle in Panama und umklammerte ein geheimnisvolles Holzkreuz. Heute stehe ich an den Ufern des verlassenen Archipels inmitten des Indischen Ozeans. Einen Schritt näher an der Erfüllung des Schicksals, das Großvater Burns ungerechterweise verwehrt blieb.
Kapitän Darby und seine Mannschaften hatten begonnen, an mir zu zweifeln. Der Verlust unseres Quartiermeisters an die tödlichen Fallen in Schottland verbreitete keine Zuversicht. Ebenso wenig wie die Wochen, die wir durch die Berge von Kings Bay gestreift sind. Aber dank Davos zuverlässiger Navigation haben wir diesen geheimnisvollen Ort gefunden. Und die Stimmung hat sich merklich gebessert. Obwohl zwei Männer an Typhus erkrankt sind und isoliert wurden, haben die anderen ein Lager aufgeschlagen und treffen Vorbereitungen für die Erkundung der Inseln. In diesem Moment, zum Luftholen, drehen sich meine Gedanken um Claire. Beim Anblick der Schönheit dieser vergessenen Inseln überkommt mich ein Gefühl des Bedauerns, dass sie nicht hier ist, um diese Aussicht mit mir zu teilen. Dass ich sie dazu überredet habe, zurückzubleiben. Aber bald werden wir wieder vereint sein. Und ich bin sicher, dass sie diese Reise lieber durch Erzählungen erlebt, als dabei gewesen zu sein. Heute Abend ruhen wir uns aus. Wenn das Glück und das Schicksal es gut mit uns meinen, werden wir in spätestens einem Monat mit Avery Schatz ruhmreich nach Hause segeln. Oh, hier ist noch mehr. Achso, das ist alles? Okay. Heilige Scheiße, Sam. Das hat Bernds Enkel geschrieben. Ja, klingt logisch. Das Kreuz in Panama war hohl. Er muss den gleichen Hinweisen gefolgt sein. Oh, was hier? Ich frag mich, was der Kerl erlebt hat. Tja, Tote reden nicht mehr. Die können doch wohl die besten Geschichten erzählen. Okay, ich denke, mehr dürfte hier in dieser kleinen Bucht nicht sein. Okay, ich meine, wir haben schon mal was Interessantes gefunden. Einen kleinen Brief. Das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Jetzt müssen wir natürlich mal weitermachen müssen. Gucken, ob wir irgendwas finden, wo wir anlegen können. Wir können los. Okay, nur keine Hektik. Alter, wie schnell kann das Boot bitte rückwärts fahren? Und dabei lenken. Hexenwerk. Komm mal. Hier kann man doch bestimmt gut anlegen, oder? Nath, da oben. Das ist eindeutig von Menschen gemacht. Von Piraten gemacht. Achso, Piraten sind keine Menschen gewesen. Ha. Ja, das macht Sinn. Na dann, lass uns mal gucken, ne? Irgendetwas wird da schon sein. Ach, das ist schon nicht schlecht. Ich meine, es ist schon sehr weit abgeschieden. Und hier ist nichts. Aber ich glaube, so Urlaub zu machen hier, also wenn man das Geld hätte, eine Insel kaufen könnte, boah, das wäre schon geil. Und dann so. Zum Turm. Ja. Ja, ja, und dann so eine kleine Inselgruppe. Oh, ich glaube, das wäre schon ziemlich nice. Ich glaube, das wäre schon ziemlich, ziemlich geil. Wo ist denn der Turm überhaupt? Ich sehe ihn gar. Ach, da ist der Turm. Ja gut, wenn der Turm da ist, ist der Turm da. Wow. Frag mich, was er getan hat. Oh, vielleicht hat nichts Gutes. Ja, das war sicher der Grund. Aber ich schaue ganz kurz eine Pause und dann mache ich sofort weiter. Also bis gleich. So, weiter geht es mit Uncharted und auf. Sind wir schon auf Libertalia? Ne, wir suchen Libertalia immer noch. Und da geht's jetzt weiter. Wir müssen zum Turm und gucken, was da abgeht. Bin gespannt. Hier komme ich auch gar nicht hoch, oder? Hier komme ich später wieder runter, wie es scheint. Wo geht er hin? Wir gehen mal da lang. Wasser. Ich drehe mich im Kreis. Musik. Warum? Okay, wie komme ich jetzt hier hoch? Er meinte gerade irgendwo da hinten. Hier! Glaube ich. Vielleicht dort? Oder da? Vielleicht hier. Mal schauen. Ja, hier könnte ich hochkommen. Yay! Okay. Oh, ist das nicht... das hat man, glaube ich... Also ich glaube, hier haben wir später auch noch mit ein paar Gegnern zu tun. Vermutlich.
Weil ich glaube, das hat man auch schon in Trailern und sowas gesehen. Ah, hier geht's hoch. Aber bevor wir da hochgehen, gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Oh, wo sind wir? Hä? Aha. Ich hätte auch hier anscheinend hochgehen können, na gut. Ich meine, hey, was soll's? Ist ja kein Problem. Was haben wir denn da? Nix, das war toll. Tja, da ist das kleine Schiffschebüge. Das sieht schon schön aus. Ne, das sieht schon schön aus. Muss man sagen. Ja, hier kann ich nachher wahrscheinlich dann einfach rucki-zucki. Wie ein alter Aussichtsturm. Wunder. Vielleicht sehen wir von da oben aus ja was. Ja, vielleicht auch nicht. Lassen wir uns überraschen, nicht wahr? Aber erstmal gucken wir im Kreis, ob da noch etwas ist oder nicht. Nein, toll. Immer, wenn ich gucke, ist da einfach nichts, ey. Ich verstehe es nicht. Was soll dies denn? Die ist doch nicht cool. Okay, dann mal rauf. Achso. Hä? Ich dachte, ich muss da hin. Ich auch, glaube ich. Oder nicht? Ah, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Oh, was haben wir hier? Eine Taube. Ah. Gut, ich glaube, hier geht es nicht weiter. Na dann, klettern wir außen am Turm, ist kein Problem. Außen am Türmchen klettern wir jetzt lang. La 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 la. Ist der blöd? Alter! Verrückte Mongo. Das ist voll doof. Ich komme nicht hoch. Ja, ich komme doch hoch. Irgendwie. Meine Fresse, ey. Springt der einfach runter. Die Star Trek sind hier. Alle. Alle 58. Ja. Irgendein Symbol. Not a good way to go. Chevron Arrow im Turm. Okay. Oh. Woher hast du das gewusst? Na, was habe ich denn von dir gelernt? Überall draufdrücken. Guck mal da unten. Das ist das gleiche Symbol. Ein Pfeil. Finden wir raus, wo er hinzeigt, hm? Da hinten ist eine Höhle.